Herzlichen Dank. Schönen guten Morgen zusammen. Danke erstmal für eure Organisation und für eure nette Einführung, für eure tolle, tolle Einführung. Und schön, dass auch ihr hier seid. Und ich freue mich auch besonders jetzt hier über die Uhrzeit, denn ich komme ja eigentlich vom Radio. Das heißt, der Morgen liegt mir sehr. Als ich dann zur Rheinischen Post gewechselt bin, als es da erst alles ein bisschen später losging, da musste ich mich dran gewöhnen. Aber mittlerweile haben wir da auch Podcasts eingeführt. Ich durfte heute Morgen schon podcasten. Also das frühe Aufstehen ist mir da. Also es ist eigentlich jetzt für mich Mittagszeit. Ich freue mich sehr auch über die Einladung zu diesem Thema, weil das ein Thema ist, was mich in den letzten 2 Jahren mit den Kollegen zusammen extremst beschäftigt hat. Und ein paar Gedanken, die wir da so haben, die möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe erstmal geguckt beim Thema Honesty, worüber reden wir da eigentlich? Man kann sich diesem Thema ja so viel auf so vielen Ebenen nähern. Ich habe einfach mal die Übersetzungen angeschaut, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Ehrenhaftigkeit, die Rechtschaffenheit, die Redlichkeit. Wir haben gerade auch noch übers Läutern gesprochen, hier im Vorfeld, schon beim ersten Kaffee, zumindest hier auf der 11. Etage. Da sieht man schon, es gibt einfach viele Facetten, die dieser Begriff hergibt. Wenn wir jetzt mal so in den Bereich Kommunikation reinschauen, ein Beispiel, was mir da von gestern zum Beispiel in den Sinn gekommen ist, habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, nämlich über den Fall Scrabble. Weil er hat ja große für Furore gesorgt, als so vor 2 Wochen rauskam. Mattel wird die Traditionsmarke Scrabble umbenennen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, und zwar in Buchstaben YOLO. Wie können die das nur machen? Und die gingen ja wirklich richtig steil in der Kommunikation. Alle Medien haben darüber berichtet. Im Netz gab es einen erwartbaren Shitstorm. Und was ist da eigentlich dann passiert, eine Woche später oder so? Da kam die große Auflösung. Haha, wir haben euch nur hinters Licht geführt. Wir sind doch nicht so bescheuert und lösen Scrabble ab. Buchstaben-YOLO ist das. Das haben wir uns nur so ausgedacht. Aber schön, dass ihr alle drauf reingefallen seid und auf den Leim gegangen seid. Gab ein schönes Auflösungsvideo, wo die besten Tweets und Facebook-Postings da waren. Und nicht nur die Leute, die im Netz so ganz billig auf diesen Shitstorm eingestiegen sind, sondern auch natürlich die Medien fühlten sich da so ein bisschen hinters Licht geführt. Und bei Mattel, beziehungsweise dann auch bei der angeschlossenen Agentur, die konnten sich natürlich schön auf die Schulter klopfen, weil das natürlich so aus einer Marketing- oder Kommunikationsperspektive ein genialer Coup war, wie viel Aufmerksamkeit die bekommen haben. Aber interessant war, was ein Freund von mir gestern gesagt hat, der ist Pressesprecher bei einer Firma in Münster. Und der meinte so, was ihn an dieser Sache ein bisschen stört, wenn man zum Beispiel den Unterschied zwischen Marketing und PR nimmt, man hat zwar das gleiche Ziel, beschreitet aber unterschiedliche Wege. Im Berufsethos als PR, Public Relation, ist es wirklich keine Unwahrheiten rauszugeben. Und das Interessante dabei ist, es haben tatsächlich Journalisten bei der PR-Abteilung von Mattel nachgefragt, ist das denn so? Und die haben wirklich am Handbuch geblieben und haben halt gesagt, natürlich wird das umbenannt in einfach YOLO. Und er fühlte sich richtig gekränkt, dass so dieser Berufsethos da zerstört worden ist. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, dass eigentlich halt total ins Thema einspielt. Jetzt könnten wir natürlich sehr viel über diesen Aspekt reden. Ich würde aber heute mit euch in den nächsten Minuten lieber über einen ganz anderen Aspekt reden, nämlich über einen gesellschaftlichen Aspekt, der sich für mich bisher als unlösbar darstellt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und da sind wir dann ganz schnell, die Influencer mit Honesty, die haben hier nichts zu suchen, beim Thema Vertrauen in Politik, Institutionen, Spannungsfeld, Medien. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Fake News. Ich weiß nicht, das ging ja richtig durchs Netz, wie ein Reporter sich durch irgendeinen Sturm in den USA kämpft und man merkt, es ist nur Theater, wenn man im Hintergrund sieht, wie entspannt da die Leute entlang schlendern. Diese Szene ist für das Thema Vertrauen in die Medien, sage ich mal, tödlich, weil was sagt das nämlich aus? Das ist alles nur Theater und das zahlt total ein auf das, was dieser Herr hier immer sagt, you are fake news. Ich würde gerne mal über das Thema Fake News mit euch reden und was das eigentlich, auch diese Begrifflichkeit, warum die sehr ungeeignet ist
und warum das ein großes Problem auch ja, auf einer gesellschaftlichen Ebene ist. Das hat auch was mit diesem Herrn zu tun, Mark Zuckerberg mit seiner Plattform, der extremst gegen Fake News ist, aber vielleicht auch nicht aus ganz uneigennützigen Gründen. Facebook verdient sehr gut mit Fake News. Und gibt es eigentlich die Fake News? Das ist eine interessante Frage. Eigentlich beschäftigen wir uns ja so ungefähr seit 2016 mit diesem Begriff, nämlich seitdem Donald Trump in der öffentlichen Meinung immer sagt, you are fake news, you are fake news, you are fake news. New York Times ist das Ziel, Washington Post, renommierte Medien, die auf einmal sich den Vorwurf ausgesetzt sehen, dass das alles falsch ist, was sie berichten, dass sie lügen würden, dass sie bewusst falsch informieren. Und das Interessante ist eigentlich, dass dann auch viele sich im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs vor 2 Jahren auch damit dann auseinandergesetzt haben und sich die Frage gestellt haben, haben wir eigentlich hier auch wohl mit Fake News zu kämpfen? Werden auf einmal überall über die sozialen Netzwerke katalysiert Fake News zutage treten? Wie sieht das eigentlich aus? Werden irgendwelche Social Bots aufploppen und Lügen verbreiten und wird damit auch womöglich die Bundestagswahl beeinflusst? Das hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Aber die Diskussion war dennoch wichtig, weil wir eine deutliche Veränderung in der Kommunikation stattgefunden haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gab dennoch sehr wohl Fake News, aber ich würde mal vermuten, dass wir davon relativ wenig mitbekommen haben. Die Kollegen von BuzzFeed haben sich rund um die letzte Bundestagswahl einmal angeschaut, was die meistgeteilten Artikel rund um Angela Merkel waren. Und das Interessante war, das sind viele Nachrichten, die vermutlich viele hier überhaupt nicht mitbekommen haben, aber es sind trotzdem die meistgeteilten Artikel im Netz und die wurden dann mal eingeteilt in verschiedene Kategorien zwischen Meinungsartikel, zwischen einer wahren News und einer Fake News. Die Top 10 Artikel über Angela Merkel, ihr seht es, ihr, die hier sind, sortiert nach Facebook-Interaktionen. Da ist erstaunlich viel rot. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 von 10 Meldungen sind richtige Falschmeldungen oder sogar Fake News, die entweder nicht stimmten, falsch dargestellt worden sind. Und dann ist das Interessante, es gab höchstens, wenn man sich das mal anschaut, woher die falschen Nachrichten kommen, von Gloria TV, einezeitung.net, thebeste.de, deutsche Wirtschaftsnachrichten, kulturstudio.wordpress.com und nochmal deutsche Wirtschaftsnachrichten. Die Meinungsstücke, die hier so blau markiert sind, kommen von der Huffington Post, von Focus Online. Die einzige Meldung, die von BuzzFeed als wahr eingestuft wurde, kommt von der Mittelbayerischen Zeitung. Interessant, oder? Diesen ersten Medien aus den Falschmeldungen, da kennt man vielleicht, hat man schon mal so deutsche Wirtschaftsnachrichten mitbekommen, die anderen Quellen, total unbekannt, erreichen aber eine größere Reichweite im Netz als jetzt klassische Medien. Wenn ich jetzt fragen würde, ja, wer verbreitet denn viele Fake News, dass da man auf Focus Online schnell kommt und Huffington Post, das kann wohl der Fall sein, aber am Ende des Tages haben sie eher Meinungsmeldungen transportiert, zumindest hier im Top 10. Was dann für sie shareable Content war. Und das zeigt uns einfach, diese Filterblasendiskussion, die es immer gibt, dass das ein extrem schwieriges Thema ist und dass auch im Netz etwas passiert, was wir vielleicht so in unserer Wahrnehmung gar nicht auf dem Schirm haben. Wir merken das aber auf einer anderen Art und Weise. Zum Beispiel ist das Problem beim Thema Fake News, dass der Begriff in den meisten Fällen extrem falsch genutzt wird. Alternative Fakten zum Beispiel, als Ausrede genutzt wurde. Alternative Fakten ist ja eigentlich ein totaler Unsinnsbegriff, aber höchst problematisch. Wenn man mal guckt, was ist eigentlich Fake News heute? Da gibt es verschiedene Einteilungen und eigentlich Fake News im klassischen Sinne sind ja wirklich gezielte Falschinformationen. Das heißt, das gezielte Verbreiten von falschen oder irreführenden Informationen, um jemanden zu schaden. Und das heißt, das kann Inhalte sein, die bewusst falsch interpretiert werden, die manipuliert werden. Das heißt, dass Bilder für einen falschen Zweck benutzt wurden oder Inhalte, die völlig frei erfunden sind. Das sind klassische Fake News. Die finden allerdings, spielen die in der Diskussion um Fake News gar nicht so sehr groß die Rolle, sondern
oft wird etwas als Fake News bezeichnet, wenn es einfach, das sieht man bei Trump, nicht der eigenen Meinung entspricht. Und das ist ein echt großes Problem. Da kann ich mal ein eigenes Beispiel von der RP bezeichnen. Sobald Leute auf eine Geschichte stoßen, die ihnen nicht gefällt, bezeichnen sie das als Fake News. Also hier sieht man zum Beispiel eine Geschichte, stundenlanges Warten vor Ausländerbehörde in Kleve, Bürgermeisterin greift ein, RP Fake News inklusive Fake Bild. Ich glaube, wenn man mal das bei sämtlichen Medien schaut, da findet man ganz schnell solche Beispiele. Mittlerweile, und da hat sich die Kommunikation extrem verändert, sobald Menschen irgendetwas nicht gefällt, tun sie das als Fake ab. Und das ist extrem schwierig. Zum Beispiel in der vergangenen Woche, als ich Social Media Dienst hatte, hatte ich eine interessante Diskussion. Es ging um einen Zugunfall irgendwo am Niederrhein. Und in dem Artikel hieß es, dass der Zug in Richtung Köln unterwegs war. Ein Nutzer hat sich hat gemeldet, er hat geschrieben, er sei in dem Zug gewesen und das sei totale Fake News, weil der Zug sei nicht in Richtung Köln unterwegs gewesen und hat sich ziemlich aufgeregt. Und ich habe mir das dann angeguckt und ich sehe seine Meldung, ich habe den Text mir durchgelesen, ich habe mit den Kollegen in der Lokalredaktion gesprochen und die haben gesagt, nein, der war in Richtung Köln unterwegs. Das hat auch die Polizei mit bestätigt. Und das ist ein interessantes Phänomen. Wie antwortet man denn darauf? Ich kann natürlich dann nochmal das dann runterschreiben, den Rechercheweg, das Kommunizieren. Aber wie wirkt das dann erstmal auf die anderen? Mittlerweile ist die Stimmung durch den inflationären Benutzung des Begriffs Fake News so gedreht, dass selbst wenn wir das nochmal erklären würden, erstmal alle natürlich denken, die eine Person, die dort was schreibt, hat natürlich recht, weil diese Medien, die verbreiten ja Unwahrheiten. Und das ist ein großes Problem, das ist eine große Herausforderung für die Kommunikation. Das haben übrigens, das Problem haben nicht nur Medien, das haben auch Unternehmen. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hätte eigentlich diese Situation ganz anders ausgesehen. Da hätte vielleicht so jemand geschrieben, so hey, kann es sein, dass ihr euch da vertan habt? Und dann diskutiert man das und am Ende des Tages bedankt sich da sogar noch einer, je nachdem, wo der Fehler war. Das heißt, die Fehlerkultur zum Beispiel hat sich drastisch verändert und das Misstrauen gegenüber großen Einrichtungen hat echt extrem stark zugenommen. Und das ist eine echt große Herausforderung, wie man damit umgehen kann. Und das ist für mich so ein bisschen das Kern des Problems, dass es heute so ist, dass man mittlerweile überhaupt nicht mehr andere Meinungen zulässt. Und es fragt sich natürlich auch, was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft, für uns als demokratische Gesellschaft? Wenn man den Dialog vermeidet und auf einmal anfängt zu sagen, okay, das, was ich da lese, höre oder die Meinung oder dieses Argument, was mir nicht gefällt, weil es mir nicht in den Kram passt, entweder ignoriere ich es oder noch anders, ich stehe auf, zeige mit dem Finger drauf und sage, das sind Fake News. Also trifft ein Medium nicht die subjektiven Wahrheiten der Nutzer, wird es schnell als Fake News abgetan. Das ist für mich ein echt großes Problem. Und da muss man sich erstmal drüber bewusst werden. Und ich glaube, auch wenn man mit Unternehmenskommunikatoren spricht, die erleben vielleicht auch in ihrem Bereich Ähnliches, das stellt uns vor ganz große Herausforderungen. Tja, was machen wir da jetzt? Das ist gar nicht so einfach. So. Also, wie macht es zum Beispiel Facebook? That was a big mistake and it was my mistake and I'm so sorry. Das kann man eigentlich so stehen lassen. Was Facebook jetzt macht, egal wo sie hingehen, sie entschuldigen sich. Das war vor den Anhörungen so, egal ob in Washington, egal ob jetzt hier in der EU. Facebook, erstmal entschuldigen die sich. Und das ist echt ganz interessant, auch wenn wir dann mit Facebook gesprochen haben oder als dann mal Facebook-Mitarbeiter mal auf einen Redaktionsbesuch war, das Erste, was die in den letzten 3/4 Jahr immer gemacht haben, bevor sie das Gespräch begonnen haben, wir möchten uns erst einmal entschuldigen, das war ein großer Fehler und so. Also man konnte das Skript schon fast vorhersagen, wie sie reagieren. Und wenn man dann fragt, okay, dann lasst uns mal über Lösungen reden, was könnte man denn da machen? Da antwortet Facebook dann Folgendes. Künstliche Intelligenz ist die Antwort auf allen Fragen. Das finde ich
wahnsinnig interessant. Also wenn man sich so fragt, so, okay, was kann man denn da jetzt so machen? Wie wollt ihr Hate Speech zum Beispiel feststellen? Ja, das wird künstliche Intelligenz lösen. Noch sind wir noch nicht so weit, aber irgendwann ist das der Fall. Das ist sehr interessant. Da müsst ihr mal auf die Argumentationsstrategie von Facebook achten, dass sie da immer künstliche Intelligenz anführen. Und das ist für mich, das mag so sein, dass sie wirklich dran glauben. Aber wenn man mal schaut, dieser Glaube an Technologie, wo der zu geführt hat. Facebook ist, glaube ich, selbst für Facebook ein unkontrollierbares System. Sie haben vielleicht geahnt, was auf der Plattform möglich ist. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die haben sie aber komplett verpennt, nicht erahnt. Und das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Und da haben sie keine gute Antwort drauf. Ich glaube, KI ist in diesem Fall keine gute Antwort. Was sie gemacht haben, eine Sache, die ich aber gut finde, ist, dass sie angefangen haben zu schulen. Das Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen, die zum Beispiel, das ist extrem hilfreich. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo jeder von uns mithelfen kann und sich bewusst machen kann. Zum Beispiel gibt es ja auf Facebook oder auch früher wurde das per E-Mail geteilt, so diese berühmten AGB-Widersprüche. Das sind ja die Fake News des kleinen Mannes, sage ich es jetzt mal. Also wenn man irgendeiner AG widerspricht, weil man ein Katzenbild postet zum Beispiel oder Kettenbriefe weiterleitet. Und dass zum Beispiel WhatsApp kostenpflichtig wird. Da gibt es ja immer wieder solche Meldungen. Und das Interessante ist, ich bin oft mal erstaunt, dass Freunde das teilen, wo ich eigentlich dachte, oder wo ich vermutet hätte, dass sie eine größere Medienkompetenz haben. Und die ist aber oft nicht da. Das Hinterfragen von Medienquellen zum Beispiel, das ist eine große, große Herausforderung. Das hat man ja auch gesehen bei der Auswertung von BuzzFeed. Dass man guckt, von wer ist eigentlich der Absender, was steht dahinter? Und da gibt es 10 Tipps, und die ich noch mal kurz überfliegen will, die man auch mit anderen teilen kann. Also die gibt es auch so im Netz. Nämlich erst einmal zu den 10 Anti-Fake-News-Tipps die Überschrift kritisch lesen. Ist die Überschrift reißerisch, schockierend oder unglaubwürdig? Falls ja, wichtiger Indikator. Den Link überprüfen. Ahmt die Internetadresse eine bekannte Adresse nach? Also zum Beispiel Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Das klingt ja wahnsinnig seriös. Aber weiß man eigentlich, wer der Absender ist? Die Quelle überprüfen. Ist die Quelle für ihre Glaubwürdigkeit bekannt? Was steht im Impressum? Interessant ist folgender Punkt. Rechtschreibung und Formatierung checken. Viele Fake News enthalten Tippfehler oder fette Texte an unüblichen Stellen. In dem Punkt hatte ich einen Rechtschreibfehler in der Folie. Und danke, Lisa, dass du das korrigiert hast. Foto überprüfen. Denn eine Fotosuche führt oft zu den Originalaufnahmen. Es ist zum Beispiel so, wir hatten mal in der RP ein Foto über eine verwüstete Wohnung. Das war ein Messi-Problem. Und dieses Foto taucht ziemlich häufig auf populistischen Seiten auf. Und das wird in Zusammenhang mit, was passiert, wenn Flüchtlinge eine Wohnung bekommen, benutzt. Und das hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Und das ist ein großes Problem. Die Daten überprüfen, denn oft, wenn man sich Geschichten anhört, die erstmal wahnsinnig plausibel klingen und weil sie etwa endlich mal das berichten, was man schon immer geahnt hat, also total auf die eigene Filterblase einzahlen, oft haben sie chronologische Fehler. Welche Quellen nutzt der Autor? Nennt er Experten? Sind es echte Experten? Sind es zwei unterschiedliche Quellen? Extrem wichtig. Vielleicht da ein kurzer Aspekt am Rande, das merke ich auch häufig an der Arbeit. Dass man selbst auf vertraute Quellen nicht mehr zwangsläufig vertrauen kann. Also zum Beispiel im Breaking News Fall, wenn wir mit polizeilichen Quellen zusammenarbeiten, ist es oft so, also ich stelle das echt fest, dass da oft Fehler drin sind. Bisher war es nämlich so, dass man eigentlich sagte, dass offizielle Statements von der Polizei, dass man die so übernehmen und transportieren kann, dass man dafür keine zweite Quelle braucht. Aber damit fliegen viele Medien immer häufiger auf die Nase. Und da fragt man sich auch, warum ist das so? Man merkt einfach, das Kommunikationsverhalten ist extrem angespannt. Ja, und natürlich auch, was ganz wichtig ist, andere Berichte suchen, berichten andere Seiten über das Thema. Oft ist das nämlich nicht der Fall. Oder der Postillon-Check, ist es am Ende nur Satire? Man ist ja mal schon froh, wenn es dann am Ende doch beim Postillon ein Artikel ist. Und immer misstrauisch sein, wir teilen und arbeiten nur mit Inhalten, die wir geprüft haben und wir widerstehen dem ersten Teilimpuls. Und das ist wirklich für mich das Wichtigste. Manchmal
auch so zum Beispiel im Bereich Tech News, der mich persönlich selber informiert, wenn ich dann was teile, denke ich so, ah, Moment, ich denke nochmal, bevor ich das jetzt teile, denke ich nochmal nach, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und dann habe ich jetzt schon ein paar Mal einfach mal was nicht geteilt, was sich dann hinterher auch als richtig erübrigte. Das heißt, das eigene Kommunikationsverhalten, das erstmal zu verändern, dass man einmal selber sehr gut darauf Acht gibt, was man teilt, aber dass man auch vielleicht mal dann, wenn man mitbekommt, dass im Freundeskreis, in WhatsApp-Gruppen oder so etwas geteilt wird, auch mal bewusst anspricht und sagt so, hör mal, warum hast du denn das geteilt? Hast du das mal angeschaut? Ist das wirklich so, wie es da steht? Bei einigen emotionalen Themen ist das sehr schwierig, zum Beispiel bei Elternthemen. Wenn der berühmte Van, der durch die Siedlung fährt und wo ein Mensch natürlich südländischer Herkunft Kinder anspricht, dann ist man als Elternteil natürlich direkt dabei und teilt das. Das Problem ist, häufig ist das falsch. Häufig gibt es diesen Van gar nicht. Eine Kollegin von mir aus Münster hatte mal einen Fall aus dem Münsterland, ich glaube in Nordholen war das, nachrecherchiert. Und die konnten den Ursprung der Meldung ausfindig machen. Das waren Eltern, die dann zugegeben haben, als dann mal die Polizei vor der Tür stand, dass tatsächlich sie sich das ausgedacht haben, nur aus Sorge, es könnte ja was passieren. Und es war eine gutbürgerliche Familie. Was kann man noch machen? Ich würde gerne noch ganz kurz was zum Thema Hate Speech sagen. Hate Speech, Hass im Netz. Auf vielen Plattformen wird ja einfach gelöscht. Das ist sehr wichtig, erst recht, wenn es justiziabel geht oder aber auch, wenn es darum geht, wie man miteinander diskutiert. Weil es ist tatsächlich so, dass ein ganz kleiner Anteil von Menschen die Stimmung in Kommentarbereichen unter einem Facebook-Beitrag oder auch auf Kommentare auf der Webseite so vergiften, dass eine ordentliche Diskussion nicht mehr nötig ist. Und es ist interessant, ich weiß nicht, das ist so jetzt seit 3-4 Jahren in meinem Aufgabengebiet, wie wir jedes Jahr die Metriken, wie wir moderieren, anpassen. Und da können wir auch gerne hinterher noch mal ein bisschen reden, wen das interessiert. Aber nur so viel dazu, was uns jetzt aktuell extrem wichtig ist, weil das Problem ist natürlich auch immer Meinungsfreiheit versus Zensur. Sobald Kommentare anfangen, andere zu diskreditieren auf einer persönlichen Ebene, ist das einfach aus, das ist kein Diskurs mehr. Und wir machen deswegen bei der Rheinischen Post bei einer Arbeitsgruppe mit, die ich für sehr wichtig halte, die heißt Verfolgen statt nur löschen. Das heißt, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es Folgen haben kann, wenn man einfach im Netz hetzt und gegen Gesetze verstößt und zu Straftaten aufruft. Und denen ist gar nicht bewusst, dass es andere Konsequenzen haben kann, auch dass man nicht nur gelöscht wird, sondern dass das da auch zu Hausdurchsuchungen kommen kann. Diese Arbeitsgruppe ist von der Landesanstalt für Medien ins Leben gerufen. Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, das Landeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft Köln, aber auch verschiedene Medienhäuser. Die haben sich nämlich ein vereinfachtes Verfahren überlegt, also RTL ist dabei, der WDR, wir sind als Rheinische Post dabei, wie man die auch anzeigt, Hasskommentare, Holocaust-Leugnung. Mir ist in diesem Jahr noch 2 angezeigt, das mag man nicht möglich halten, aber das ist ziemlich bedrückend häufig das Thema. Und wenn sich das rumspricht, dass Hasskommentare auch tatsächlich zu Anzeigen oder auch Verurteilungen führen und auch zu Strafgeldern, dann ist das, glaube ich, auch schon mal etwas Wichtiges, dass auch wirklich nichts ist, was toleriert wird. Aber das ist, dass sich das in der Bevölkerung rumspricht, ist halt auch eine Aufgabe, glaube ich, von allen Kommunikatoren. Tolle Aktion auch, nicht nur über die Strafecke kommen, sondern ich glaube auch, was wichtig ist, miteinander zu sprechen, in den Dialog zu kommen. Die Aktion Deutschland spricht von der Zeit, die hat jetzt schon mehrfach stattgefunden, ist ja auch im Grimme Online Award gewürdigt worden. Die hat jetzt, glaube ich, vorletzte Woche, da haben 4000 Gesprächspaare miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, hat da vielleicht sogar jemand mitgemacht hier oder mitbekommen? Das ist, glaube ich, eine Aktion, die extrem wichtig ist. Also Leute, die ganz unterschiedliche Meinungen haben, im gleichen Ort wohnen, wurden zusammengebracht. Und ich fand es toll, an dem Tag im Netz mitzulesen, wie sich alle geäußert haben. Und das hat, glaube ich, schon, auch wenn das jetzt nur vielleicht 8000 Menschen waren, die da mitgemacht haben, hat das, glaube ich, für ein großes Echo gesorgt. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist.
Und ich glaube, Filterblasenmaximierung ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man viel mehr mitbekommt, was auch abseits der eigenen Filterblasen ist. Man hat die ja sowohl analog wie auch digital, digitale Filterblasen. Ich habe die gleichen Facebook-Freunde, die mich beeinflussen. Ich sitze auf den gleichen Newslettern, wo ich immer vergesse, mich abzumelden und so. Das sind ja immer so die gleichen Quellen, die man hat, aber im analogen Leben gibt es die auch. Ich habe immer den gleichen Weg zur Arbeit, ich sehe links und rechts die gleichen Plakate, am Frühstückstisch sitzen im besten Fall die gleichen Leute und so. Man ruft als Reporter bei den ganzen Kollegen, hat immer so mit den gleichen Gesprächspartner, die man so hat. Aber kann man da eigentlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn wir nochmal an dieses BuzzFeed-Beispiel denken, kann man wirklich für sich sagen, gerade im Kommunikationsberuf, zum Beispiel auch als Journalist, ich habe wirklich alles im Blick, was da draußen abgeht? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, da kommen wir wieder zum Bereich Honesty. Wie können wir als Journalist glaubwürdiger sein? Wir haben da vor 2 Jahren angefangen, ein neues System bei uns einzuführen, das sogenannte Listening Center. Das ist eine Suchmaschine, die das Netz durchsucht nach unseren Themen. Das heißt, jeder Lokalredakteur der Rheinischen Post bekommt morgens ein PDF-Reporting, wo individuell die wichtigsten Links zu seinen individuellen Themen läuft. Das heißt also, der Wirtschaftsredakteur in Düsseldorf kriegt ein ganz anderes Reporting als der Sportredakteur in Mönchengladbach oder der für Lokalpolitik in Duisburg zuständig ist. Das hat für uns 2 Effekte. Einmal wollen wir möglichst viel mitbekommen, um dann eine große Auswahl an Themen zu haben, über die wir entscheiden, über die wir berichten oder nicht berichten. Und es natürlich auch den Kollegen einfacher zu machen, Plattformen und Netzwerke im Blick zu haben, die vielleicht nicht so, wo man sich vielleicht nicht so auskennt oder wo man jetzt nicht so einen Zugang hat. Weil ich glaube, ins Netz zu gucken, ist nicht nur die Aufgabe von Onlinern oder von Social Media Redakteuren, sondern ich glaube, das ist eine Aufgabe, die für alle Kommunikatoren heute extrem wichtig ist und auch da möglichst viel mitzubekommen. Und da gibt es Tools, die extrem klein sind und wir haben in dieser Woche einen coolen Film von Google bekommen, sage ich mal, den möchte ich euch gerne teilen, wo dieses System gezeigt wird. Denn ein Teil dieses Listening Centers ist eine neue Entwicklung, das ist so eine Trendvorhersage und die hat Google gefördert. Und daraus haben die so eine Case Study gemacht und die möchte ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. I think journalists have been working in their own mindset for too long. Have not been listening to their readers. There's a movement out there where people share information, thoughts, creativity, and the journalism world is not automatically a part of it. We need to understand the social web to make our journalism better and more relevant. That's why we need to improve our technology to see what is on the minds of people. If we don't, journalism is not going to be there in 10, 20 years. When our editor-in-chief came back with this vision, we were like, okay, how can we do this? How can quality journalism stay relevant? The Listening Center is a suite of tools keeping track of 400 million data sources. When something is shared, within 1 minute, it's in our system. It's not just social media, it's news sites, discussion boards, and other platforms. And every journalist has access to those reportings. It creates more room for quality journalism because we save so much time. My colleague, she was covering political far-right movements in Germany. She used the information from the Listening Center and found out that the party was trying to get rid of one of their political leaders. Ja, ich bin eine von den 230 Lokal- und Regionalreporterinnen, von denen mein Chef Michael Bröker vorhin sprach. We broke the story and other media outlets jumped on it and this was a huge story for us. So with the DNI Fund we were able to create the trend recognition module where we try to predict viral stories. We discovered we were quicker on stories, we were better informed about what's going on in our region. I think to stay relevant as a journalist, you have to know what people care about, and then you can make better informed decisions. We need to be
relevant, and we need to stay relevant. And this only works if we understand what's out there in the social web and the digital world. My hope for journalism is that in future, every journalist has access to a system like this. Ich fand den so cool, dass ich dachte, ich zeig dir mal kurz. Haben wir echt ganz gut gemacht. Naja, also ich glaube, Software kann ein bisschen helfen. Mit offenen Augen durchs Netz gehen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich glaube, jeder von uns kann auch schon bei den kleinen Details in der täglichen Kommunikation, wenn einem da Ungereimtheiten auffallen und dann das offene Gespräch zu suchen, wirklich etwas bewegen. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn beim Thema, um Honesty zu fördern, und auch vielleicht diese gesellschaftliche Herausforderung, die gerade vor uns stehen, da kann jeder mit anpacken. Also in diesem Sinne, let's do this. Schönen Morgen euch noch.